Komm Luis, letzter Ball. Nochmal alles geben. Wenn man sieht, wie das Tennistraining in Hannover für die DTB gestaltet wird, ist es so, dass die Jungs täglich voll beschäftigt sind. Wenn sie keine Turniere spielen, bereiten sie sich hier normal vor, das ganze Jahr. Also das ist eigentlich der Stützpunkt von der DTB. Wir versuchen natürlich das Beste aus dir rauszuholen durch Tennistraining, Konditraining, alles was notwendig ist, um es für einen Profi so gut wie möglich zu gestalten. Also ich freue mich immer riesig hier, meine Erfahrung auch weiterzubringen den jungen Spielerinnen. Ich bin hauptsächlich bei den Mädchen und es ist wirklich sehr spannend, wie individuell viele spielen, wie charakterlich sie anders umgehen mit Niederlagen, mit schwierigen Situationen. Und ich versuche wirklich auf die einzelnen Menschen einzugehen. Der Unterschied zwischen früher und heute ist enorm groß. Heute haben wir ein strukturiertes und professionelles Umfeld. Wir haben optimale Bedingungen für unsere Athleten und Athletinnen auf dem Tennisplatz, aber auch im schulischen Bereich. Und über 90% aller Tennisbase-Mitglieder haben erfolgreich ihre Schule abgeschlossen. Auch auf dem Tennisplatz habe ich sehr, sehr viele Aufgaben. Ich versuche aktiv auf dem Platz dabei zu sein. Das heißt, ich spiele viel mit. Wir spielen viele Punkte, viele Sätze, viele verschiedene Varianten. Wir kommunizieren viel, wir tauschen uns sehr viel aus. Wir sprechen über Vergangenheit, über die Zukunft, über Turniere, über die verschiedensten Ergebnisse und was natürlich ganz weit oben steht, die Taktik. Wie gehe ich gewisse Spielzüge, gewisse Punkte an? Wie verhalte ich mich bei gewissen Spielständen? Das sind einige, aber auch wichtige Aspekte und Punkte in den Trainingseinheiten. Also wir versuchen natürlich viele Möglichkeiten zu schaffen, dass die Kids auch neben dem Tennis und neben dem Schulstress, den sie natürlich auch haben, auch was aufzubauen, Freizeitaktivitäten etc. Das ist natürlich im engen Austausch mit den Trainern nur möglich, denn die Trainingswoche, die steht eigentlich oder der Trainingsplan und da müssen wir immer Lücken schaffen, dass das einfach nicht zu kurz kommt, dass die Jugendlichen auch Möglichkeiten haben, ich sag mal, das normale Leben noch irgendwie nebenbei zu genießen. Und das ist unsere Pflicht und das ist auch unsere Aufgabe. Die Tennis Base Hannover bietet jedem Sportler ein optimales sportliches Umfeld, kurze Wege, ein Expertenteam bieten allen Sportlern das, was man braucht, um Profi zu werden. Ich bin Daniel de Jonge, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Holland. In Holland wohne ich ganz im Südwesten, fast in Belgien. Das ist so ein ganz kleines Dorf, da wohnt eigentlich keiner, da passiert gar nichts. So Hannover ist ein ganz großer Unterschied davon. Und warum bin ich eigentlich zum Tennis Base Hannover gekommen, ist, weil ich in Holland gar nicht fulltime trainieren könnte und ich wollte irgendwo hin, wo man alle Möglichkeiten hat und auch fulltime trainieren kann. So
Das hier ist wirklich top. Du hast Indoor-Tennisplätze, Sand-Tennisplätze, eine Kondihalle. Du kannst deine Seiten bespannen, das ist deine Schläger bespannen, alles gut. Ein eigenes Zimmer, Essen zusammen, so alles gut geregelt hier. Die Tennis Base Hannover ist neben Stuttgart und Oberhaching bei München einer von drei Bundesstützpunkten im Tennis in Deutschland. Der Bundesstützpunkt bedeutet für uns, unseren Landesverband, Anerkennung für unser Konzept und für unsere erbrachten Leistungen. Aber vor allem bedeutet er für uns Auftrag, absolute Topleistungen zu bringen, um national und international konkurrenzfähig zu bleiben. Im täglichen Trainingsprozess haben wir hier die Möglichkeit, zentriert das Leistungssportkonzept des Spitzenverbandes unter optimalen Bedingungen umzusetzen. Wir können das Zusammenspiel Leistungssport-Schule so für die Athleten gestalten, dass sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Wir haben jetzt 20 Kinder, die in der Base wohnen. Dazu kommen noch aus dem Umland von Hannover auch noch mal jede Woche irgendwo so 10, 12 Kinder. Wir können somit jeden Tag das Training neu organisieren. Die Schüler haben immer andere Partner und das ist natürlich aus motivationaler Sicht hervorragend. War eng heute, aber ein bisschen mehr trainieren. Nächstes Mal geht's dann weiter, Luis.